Wir stehen heute nicht hier als einzelne Volksgruppen. Wir bilden eine Gemeinschaft, vereint durch ein dunkles Kapitel in der Geschichte, das wir alle teilen. Assyrer, Armenier und Pontusgriechen haben sich heute gemeinsam organisiert, um ein Zeichen zu setzen und dem lang tief sitzenden Schmerz Trost zu spenden. Nach 101 Jahren ist es in Deutschland nun endlich soweit, dass wir klar und deutlich und ohne Wenn und Aber von einem Völkermord sprechen. Und ich glaube, es ist gut, heute hier vor allen Dingen ein Zeichen der Trauer, aber auch des Angebots der Versöhnung gemeinsam zu machen. Ich glaube, da sind wir alle gemeinsam auf dem richtigen Weg. Ich bin ganz, ganz begeistert über das große Engagement, gerade von euch Jugendlichen, über die ganzen Jahre, dass ihr da nicht locker gelassen habt. Das ist ein wichtiges Zeichen, dass die nachkommenden Generationen ihre Heimat, ihre Zugehörigkeit nicht vergessen und trotzdem an einer Zukunft bauen. Jeder Mensch sollte die Geschichte im Allgemeinen, aber auch speziell die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Völkermord an den christlichen Völkern durch das Osmanische Reich kennen und somit davor geschützt werden, dass solche grausame Taten nicht wiederholt werden können. Die Freude im Lied überspielt den Kummer, umgeht, dass Adana und Zeytun gefallen sind, die Kirchen und Dörfer zerstört sind. Das Dorf aus dem Lied ist von uns gegangen. Die Heimat unserer Vorfahren in Trümmern gelöst. Stein für Stein haben sie auseinandergenommen. Also ich bitte euch alle, jetzt nur noch die Musik im Hintergrund und in uns zu gehen und den Opfern zu gedenken. Des nur ich schuld, als keine mehr.